Bassbariton Steven Šežerek beschäftigt sich intensiv mit deutschsprachigen Komponisten, die vor dem NS-Regime in die USA geflüchtet sind. Dazu inspiriert wurde der US-Amerikaner mit österreichischen Wurzeln von seiner persönlichen Geschichte. Wir machen zum Beispiel von Alexander Zemlinsky Wanderers Nachtlied, immer dem Themen Heimatlosigkeit, Sehnsucht nach der Heimat, neuen Anfang. Zemlinsky hat dann Lieder auf Englisch geschrieben, in dem Stil von Gershwin. Wir machen ein Lied von Korngold aus einem Film. Er ist nach Hollywood gegangen und hat eigentlich sehr viel Filmmusik geschrieben. So ist wieder, jeder Komponist ist mit dem Schicksal anders umgegangen. Einer mit Erfolg, einer mit keinem Erfolg. Einige Komponisten haben angepasst, Kurt Weill, Walter Jurmann, Fritz Spielmann, ich werde jetzt so der Fred Spielmann, aber wie wir hören, Krennic hat nicht unbedingt angepasst, Hans Eisler überhaupt nicht, Schönberg überhaupt nicht, aber anderen, Zemlinsky hat versucht anzupassen, eher die sehr populäre Komponisten, kann man sagen. Aber die Klasse, die Ernstere nicht. Geschrieben wurde über dem Erfahrung mit Exil. Hans Eisler hat so ein Hollywood-Songbook geschrieben. Es klingt wie Jazz-Standards, aber es ist gar nicht. Es hat eigentlich mit seiner Traurigkeit und seine Schwierigkeiten eigentlich in Hollywood eher als die Freude dort zu sein. Ja, viele Leute haben mehr erwartet aus Amerika. Vielleicht haben die goldgeteerte Straßen erwartet und sowas. Zemlinsky war enttäuscht in Amerika, der konnte keine Karriere machen. Schönberg hat es irgendwie durchgeboxt, aber der musste unterrichten, ja, in UCLA. Und es war nicht so wie in Berlin. Und die Studenten waren bestimmt andere Klasse als in Berlin. Damals ganz, ganz bestimmt. Heute ist, ich glaube, viel los in Los Angeles, aber damals glaube ich nicht. Jetzt ist die Geige bei und ich will drauf spielen, wie old David einst die Hand wischelt und ja, man muss diese Musik noch weiter aufführen, weil viele von diesen Komponisten sind leider jetzt heutzutage in Vergessenheit geraten. Zemlinskys Opern werden selten gespielt, auch von Korngold und auch von Strecker, obwohl die damals sehr erfolgreich waren. Wir dürfen nicht vergessen, was denn während dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Mit vielen jüdischen Komponisten, Librettisten, Sänger, Musiker, Schriftsteller. Deswegen, man soll eigentlich jetzt, weil die Musik so grandios ist, einfach so oft wie möglich weiter aufhören. Da kommt die neue Welt.